everybody say Hellas. Hellas. Ah, ich wusste, dass ihr Griechen seid. Es hat geklappt. Ich bin heute ein bisschen verrückt, weil ich habe heute zwei echt harte Musikerröcke da und ich kann es kaum erwarten, dieses Interview zu machen. Herzlich willkommen bei Klatsch Café mit Dimitri. Liebe Freunde, begrüße Sie mit mir, angereist aus 17 Bürgen. Hier sind Peter Maffay und Peter Maffay. Hellas, ihr beiden. Grüß dich, Dimitri. Ja, alter Grieche. Ja, ihr beide seid heute Abend hier, um ein bisschen zu plaudern über eure neue Spiellangplatte. Vielleicht erzählt ihr ein bisschen was. Es handelt sich hierbei um einen extrem sozialen, kritischen Beitrag über das Rote Kreuz. Ja, es handelt von einer zurückgelassenen Tretmine aus Trinidad, die rastlos vor sich hin rostet. Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe zufällig gerade mitgezählt und gestellt fest, dass in der letzten Minute habt ihr 97 Mal gesagt, der Buchstabe R. Das ist nicht korrekt, Dimitri. Wenn du die Probe machst, wirst du feststellen, dass es genau 113 R waren. Und ich leg noch zwei oben drauf, du griechischer Drecksack. Bravo. Halt, 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 Moment, ich kenne auch noch ein Wort mit R. Schweinewarze. Freunde, zurück zu eurem Minentreterlied. Tretmine, Grieche. Danke, Warze. Die Tretmine trägt den traurigen Namen Rüdiger. Ja, das ist alles sehr interessant. Aber um ehrlich zu sein, Freunde, ich habe jetzt wirklich keine große Lust, groß für den heißen Brei drumherum zu reden. Brei drumherum reden ist prima. Respekt, Grieche, das waren 4 R. Ich leg wieder 2 drauf, du Rüdiger Dimitri. Danke, du rumänischer Hochkäse-3. So, Freunde. Jetzt, wo ihr schon mal hier seid, würde ich natürlich sehr gerne so eine kleine kitzlige Probenkost aus eurem neuen Album hören. Kein Problem, Dimitri. Rüdiger, die Tretmine. Bist du bereit, Peter? Bereit, Peter. Drei. Einer tritt noch rein. Danke, Peter Maffay und Peter Maffay. Das macht besser. Auf Wiedersehen, gute Reise.